Element angesprochen. Mit 2000 Besuchern feierte das Honky Tonk Festival im heurigen April ein gelungenes Comeback. Höchste Zeit also für eine weitere Ausgabe. Deshalb laden die Brucker Innenstadtlokale am 4. November zum nächsten Honky Tonk. Diesem Aufruf werden nicht nur Besucher aus Bruck gerne folgen. Man kann sagen, eigentlich aus der ganzen Steiermark, vereinzelt natürlich auch aus anderen Bundesländern, die oft Fans sind von Bands, aber ansonsten natürlich und groß aus der Obersteiermark, aber natürlich auch aus Graz zum Beispiel. Also die Leute wissen das und kommen von weiter her. Die Künstler kommen wiederum aus Österreich, Deutschland, Australien, der Schweiz, Italien und Nigeria und sorgen 5 Stunden lang für Live-Musik. Ob Blues, Rock, Folk oder die Gospelnacht in der Minoritenkirche. Ein musikalischer Mix soll das Publikum unterhalten. Honky Tonk heißt handgemachte Musik und das egal, welches Genre es das ist. Und es gibt viele Leute, die in ein Lokal einmal gehen, aber dann draufkommen, na, ich schaue mir doch noch was anderes an und auch das gut finden und dann sieht man sie nach Stunden noch einmal in der Stadt irgendwo und das ist dann ein richtiger Wandertag. Der Zuspruch aus der Bevölkerung war schon im April groß. Deshalb nimmt die Stadt Bruck das Honky Tonk Festival auch für das Jahr 2024 gerne in den Kalender auf. Also ein Termin ist schon fix eingeplant fürs nächste Jahr. Und der Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier ist dieses Festival sehr wichtig und sie möchte damit eben diese positive Stimmung in der Stadt verbreiten.